herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist ein sehr besonderer Tag für mich, denn ich kann euch heute meine Palette zeigen, auf die ich schon ein halbes Jahr warte. Etwa vor 5-6 Monaten hat Jeffree Star ein Video hochgeladen, wo er revealed hat seine Blood Sugar Collection. Die ist so ein bisschen Richtung Valentinstag rausgekommen. Und ich wusste, dass da schon was im Machen ist, deswegen sage ich, warte ich schon ein halbes Jahr. Und zwar habe ich auf dieses Schätzchen gewartet. Und zwar kam die in einer Box, also ich werde die auch drinnen lassen. Da habt ihr eine Ingredients-Liste, weshalb sie auch in den USO problemlos eingeführt oder verkauft werden will. Hinten steht praktisch die Anzahl hier. Jeffree Star auf YouTube und auf Instagram. Ein Cruelty-Free-Zeichen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also diese Palette hat mich gekostet, ich glaube, 52,50 Euro. Das variiert aber so ein bisschen. Ich habe jetzt festgestellt, bei der Pro Matte Foundation, die ich heute trage von LA Girl, habe ich damals 12 Euro irgendwas bezahlt. Mittlerweile ist aber irgendwie der Preis auf 11,25 Euro runter abgestiegen. Und diese geile Palette ist einfach für mich das Nonplusultra, was geile rote, orangene und vor allen Dingen pinkene Töne. Dieser Look ist komplett außer das innere Stück. Dabei habe ich euch am Montag ein Video hochgeladen, das seht ihr hier. Da habe ich ein Pigment von Rival de Loop getestet. Genauso habe ich diesen Chocolate Bronzer getestet und diese losen Highlighter. Wie gesagt, wenn ihr die Review noch nicht gesehen habt, geht da gerne mal rüber. Aber ich habe gesagt, dass ich diesen Look weiterhin verwenden werde, um das nächste Video für euch zu drehen. Und zwar habe ich euch im Anschluss meiner großen Rede jetzt praktisch Swatches zu zeigen. Und ich würde euch bitten, mir in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr dazu gerne einen Look sehen wollt oder vielleicht sogar diesen Look. Den kann ich euch gerne recreaten. Ich habe den Look jetzt vor ein paar Tagen am Wochenende jetzt schon auf Instagram hochgeladen. Und die Reaktionen waren schon eindeutig, dass euch das sehr gut gefallen hat. Und ich zeige euch jetzt mal im Großen und Ganzen. Also diese Palette kommt in einer Art Arztkoffer. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, aber ich finde, es ist mir eigentlich scheißegal, sage ich euch, was man über Jeffree Star sagt. Der junge Mann, ja, der noch keine 30 ist, der hat für mich die besten Liquid Lipsticks, die krassesten Lidschatten, weil ich habe leider die anderen zwei Paletten noch nicht haben können, weil ich warte jetzt, glaube ich, bis zum Black Friday oder so. Dann werde ich definitiv die mir bestellen, weil ich, das war nicht so ganz meine Farbe, aber diese Farben, Leute, die lassen sich unnormal verblenden, aufbauen. Ganz, ey, also ich hatte eigentlich kaum Fallout, nur ein bisschen, also ihr müsst schon leicht mit den Farben arbeiten. Wie gesagt, ich finde die unnormal geil und er hat diese Palette sehr klug gemacht. Am Anfang dachte ich, ach Gott, die ist voll klobig und so, als er die gezeigt hat. Aber als ich dann gesehen habe, wie sinnvoll eigentlich, es ist halt für uns, für mich, also als jemand, der vielleicht in den Urlaub geht, ist das halt so geil, dass die einfach so fett ist und auch außen, also ich zeige euch das mal außen, also die kann man komplett so gerade hinlegen, was ich sehr cool finde. Man kann aber auch zum Beispiel den Spiegel komplett benutzen, weil der riesengroß ist. Ich sehe mich komplett in dem Spiegel. Oder ihr seht mich, schaut mal. Schokoladenseite. Und wie gesagt, ich finde auch außen, das ist so ein, ich weiß nicht, ob man das erkennen könnt, das ist so ein geiles Kunstlederimitat oder sowas. Auf jeden Fall mega schön. Wie gesagt, ein Riesenspiegel, auch so ein bisschen in diesem Art-Style mit seinem Logo. Und das wären die Farben. Wie gesagt, das Swatch-Video danach könnt ihr euch gleich angucken. Da habe ich euch alles geswatcht. Und es ist halt ein ganz weiß, es sind ganz tolle Transition Shades, unnormale Töne. Das ist ein richtig toller metallischer Ton. Der Sweetener zum Beispiel ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und diese ganze Reihe habe ich fast genutzt, um dieses Augen-Make-up zu machen. Ich kann euch ganz grob sagen, also ich habe sehr leicht diesen Look entstehen lassen können. Ich habe es auch nicht gedacht, weil ich habe schon so eine Ahnung gehabt, dass ich so ein Purple Halo Eye haben wollte, weil ich habe ja praktisch gleichzeitig diese Review zu diesen Sachen hier gemacht und wusste, dass ich mir in der Mitte was ausspare. Diesen Farbton, den ich hier habe, hätte ich allerdings auch aus der Palette nehmen können. Und zwar die Farbe Sweetener ist etwa genau dasselbe wie das, was ich als loses Pigment von Rival de Loop gehabt habe, also auch Dupalam. Und ich habe so einfach mit dieser Palette arbeiten können. Es war so leicht zu verblenden. Es war wunderschön zum Arbeiten. Ihr habt richtig gesehen, dass jede Farbe ein einzelnes
Segment in eurem Augen-Make-up bekommt. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel ihr Braun über Braun schmiert und irgendwie nicht seht, dass das eine Braun eher ins Karamellige geht oder das Lila jetzt ins Purplige oder das mehr ins Schwarz-Lila geht oder so. Ihr habt ganz klare definierte Abteilungen gehabt, wie ihr praktisch sehen konntet, welche Farbe welches Ding hat. Verblenden ließ sich alles wunderbar, ganz easy, also wirklich sowas von einfach. Ihr könnt, ich habe am Anfang zum Setten meines ganzen Lides, also ich werde es euch mal zeigen, habe ich diesen Ton hier genutzt. Der heißt Sugarcane. Hab dann aufgebaut mit Cake Mix. Bin dann gegangen in Dutch oder Dutch, ich weiß nicht. Bin dann in Tang Pop, habe es mir über das gesamte Lid aufgetragen und habe dann angefangen mit Root Canal und habe praktisch in den Outer Corners praktisch mit diesem Lila angefangen. Bin dann weiter in Sherry Soda. Und dann im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, von dort nach dort einfach rübergegangen. Diesen Ton habe ich jetzt vorhin nur geswatcht, deswegen seht ihr einen Fingerprint da drin. Und habe praktisch alle Töne und habe praktisch hier, um es zu verpinken, mehr pinkner zu machen, in diesen Ton Cavity reingelangt. Und es war der Hammer, Leute. Also ich muss sagen, ich finde die Verpackung sehr, sehr geil. Ich habe am Anfang so ein bisschen gestruggelt, weil die liebe Chizu, den Kanal verlinke ich hier oben. Die hat sich die auch gekauft, ja. Und wir haben echt lange gewartet. Sie hatte mir dann auch immer Updates geschickt. Und diese Palette bekommt ihr bei Beauty Bay. Leider kann ich euch gerade keinen Link dazu reinsetzen, weil die gerade in dem Moment, wo ich jetzt praktisch euch das Video auch hochlade und auch gefilmt habe, die jetzt noch gar nicht im Restock ist. Ihr habt praktisch eine separate Möglichkeit gehabt, euch anzumelden bei einem Newsletter und dann konntet ihr praktisch euch nochmal zurückmelden und warten praktisch, bis die wieder in den Restock kommt. Das ist so anstrengend, Leute, weil ich mir nur gedacht habe, okay, oh mein Gott, bitte lass mich. Also ich war etwa so nervös, wie als ich die Glow-Karten gekauft habe. Also die Glow-Karten, das muss man mal ein ganz kurzes Thema anreißen, ja. Das war dieses Jahr eine echte Katastrophe. Also ich kann es, also Happy Day, wenn ihr da draußen Karten gekriegt habt. Ich habe 4 Goldtickets ergattert, etwa um 9 Uhr morgens, 3 Stunden nach Anfang Verkaufszeit. Also nächstes Mal stelle ich mir in der Nacht nicht den Wecker. Das kann ich euch aber sagen, dass ich definitiv um 6 Uhr mal ganz kurz Arbeit beiseite lege und dann bestelle. Ich hatte dieses Jahr wirklich super Glück. Ich hatte extra 200 € zur Seite gelegt, weil da kostet ja eine Karte 50,40 €. Und habe für mich und unsere Freunde habe ich das bestellt. Ich freue mich des Todes, Leute. Ich werde auch wieder eine 2-wöchige Glow-Woche daraus machen, weil ich einfach so viel Input und auch so viele Ideen habe. Auch für Looks und so, weil ich werde zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich ja gerade mit Apollo Optik am Machen, dass ich mir gescheite Kontaktlinse machen lassen, weil ich einfach echt keinen Bock mehr habe auf meine Brille, weil also es geht nicht um den Aussehen oder um Eitelkeiten, sondern es ist wirklich so anstrengend, weil hier vorne immer solche Macken sind. Und das fände ich jetzt zum Beispiel bei so einem Look so, so schade und würde mich auch echt ankotzen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe zu dieser Palette fast nichts, also eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Nur die eine, was halt, dass die Größe schon heftig ist. Also sie ist wirklich auch schwer. Also die wiegt echt was. Was halt super ist, hier ist echt ein Verschluss wie beim Koffer. Und die Palette, die geht nicht einfach so auf. Ihr müsst richtig hochheben und erwarten tut euch der helle Wahnsinn. Das kann ich euch sagen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei den Swatches. Da könnt ihr euch praktisch angucken, wie die Farben aussehen. Ich habe dann Reihe für Reihe geswatcht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann ganz kurz nochmal wieder. So, ihr Lieben, das war mein Freund. hier habe ich die Farbe Glucose. Daneben wäre die Farbe Sugarcane, Cake Mix, das ist eher so eine neutralere Reihe. Dann habe ich die Farbe Dutch. Dann kommt ein metallischer Schimmerton. Donner, richtig krass. Und Intravenous. So, das wäre die erste Reihe. Also, wir haben hier Glucose, Sugarcane, Cake Mix, Dutch, Donner und Intravenous. Richtig, richtig schön. Aber das ist eher so eine neutralere Reihe. Jetzt gehen wir mal in die zweite. Jetzt kommt die zweite Reihe. Also, es wird praktisch von Reihe zu Reihe etwas bolder. Also, die Verpackung ist halt richtig geil. Das hat so ein ganz, ganz toller Harzkoffer. Ich finde, es hier ein bisschen gequetscht aussieht, aber ein richtig, richtig toller Harzkoffer. Ein Riesenspiegel. Ihr seht ja jetzt die Softlichter da drin.
und mega schön. Jetzt kommt die zweite Reihe. Das wäre Candy Floss. Candy Floss ist so ja, so ein Schimmerton in Rosa. Richtig geil. Dann die Farbe Tangpop. Die habe ich jetzt für den Look heute ja auch benutzt gehabt, den ihr gesehen habt. Sweetenai. Und zwar ist das so ein toller Rose Gold. Der ist richtig geil. Wo ich euch gesagt habe, der erinnert mich an diesen Bäcker-Highlighter, den es da gibt. Hallo, Pigment. Canvity. Das ist ein matter pinker Ton mit einem Glitzer drinne, aber super geil. Dann die Farbe O-Positive. Das ist praktisch so ein richtig schmutziges Grau-Lila. Und die Farbe Hallo, Pigment. Und die Farbe Root Canal. Also das sieht jetzt aus, wie wenn da Glitzer drin ist. Ist es aber nicht. Das ist jetzt noch von den Swatches davor. Wir haben die Farbe Candy Floss, Tangpop, Sweetener, Cavity, O-Positive und Root Canal. Also mir gefallen der da am besten und dieser. Der sieht ja richtig krank aus, Leute. So, und dann die letzte Reihe ist meine Lieblingsreihe. Die letzte Reihe seht ihr hier. Also die unterste Reihe ist wirklich die krasseste, die dunkelste und auch die orangestichigste. Wir haben hier die Farbe Prick. Und zwar werde ich das jetzt im inneren Stück swatchen. Hände sind sauber. Farbe Prick. Die lässt sich jetzt nicht so gut swatchen, aber auf dem Auge habe ich schon ganz tolles Looks gesehen. Dann hätten wir die Farbe Sherry Soda. Auch richtig schön. Nächste Farbe ist Fresh Meat und die habe ich jetzt auch schon auf dem Auge auf dem Make-up getragen. Monsterfarbe. Dann haben wir die Farbe Blood Sugar und das ist ein ganz besonderer Ton. Das ist so ein Rotkupfer in einer ganz, ganz tollen Farbspektrum. Mega. Dann haben wir noch die Farbe Extraction. Ist auch ein Matt. Schaut mal. Extraction. Richtig schön. Jetzt geht es über mein Tattoo drüber. Und dann haben wir noch die Farbe Coma. Jetzt haben wir hier Prick, Sherry Soda, Fresh Meat, Blood Sugar, Extraction und Coma. Super, super schön. So, ich hoffe, die Swatches haben euch gefallen. Ich glaube, in der Form finde ich das jetzt nicht so blöd, euch eine Review zu machen. Bei den BH Cosmetics zum Beispiel werde ich das anders machen, weil ich da selektiv einige Farben rausnehme, weil zum Beispiel zu diesem Look ich jetzt kein Tutorial gefilmt habe. Ich bin aktuell am Samstag auf dem Weg ins Kino. Wir werden, glaube ich, Pacific Rim 2 angucken, beziehungsweise Playground irgendwas. Das werden wir wahrscheinlich an der Kasse ausdiskutieren, wie jedes Mal. Und auf jeden Fall kann ich halt wirklich nur sagen, wenn ihr Fan von solchen Farben seid, dann kann euch nichts Besseres passieren. Ich werde gucken, dass ich euch ein paar Looks dazu schminke. Ich würde gerne mal sehr neutral gehen, also praktisch wirklich so die ganz schlichten Farben benutzen, um euch einfach zu zeigen, dass diese Palette nicht nur was für colorful persons ist, like me. Sondern auch wirklich, also ich würde so gerne diesen Ton irgendwann mal ticken, weil dieses Promo-Bild, ich versuche hier mal so ein paar einzublenden, die sehen so krank aus, Leute. Also ich glaube, die heißt ja Niki, die ganz, ganz, das ist so eine richtig, ich versuche das auch hier einzublenden, das ist ja praktisch der Make-up-Artist von Jeffree Star, also das ist der einzige Mensch, glaube ich, dem er an sein Gesicht lässt. Ist ein Make-up-Artist, die hat auch durch ihn einen großen Push erlebt. Das ist einfach so und ich finde auch total gerechtfertigt. Die macht halt typische Jeffree Star Monster-Looks, die wirklich übers halbe Gesicht gehen. Und ihr seht ja ein paar Bilder. Es ist unnormal schön, wie das aussieht. Wirklich so bold und ich versuche auch, wie gesagt, immer wieder mich inspirieren zu lassen. Ich finde halt, Jeffree Star ist als Mensch super extra. Er wirkt super extra. Aber ich muss sagen, er nimmt nur das Geld, ja, was er wirklich auch qualitativ zu Recht verdient, ja. Ich kann jetzt mal nur so zum Beispiel, kann ich euch zeigen. Also, seine Ex, sehr gute Freundin, Laura Lee, hat ja auch einen Kanal und die hat diese Palette rausgebracht, ja. Das ist jetzt nur mal zum Vergleich, falls man sagt, Alter, der verdient zu viel Geld.
Der, ja, er fährt einen riesen Bugatti und ja, er fährt auch einen Rolls-Royce und einen Bentley und so. Aber hey Leute, ganz ehrlich, wer würde das nicht tun, wenn ihr damit wahnsinnig viel Geld verdient, ja? Und in Amerika sind diese, sag ich mal, Möglichkeiten, richtig reich zu werden mit Kosmetik, super. Also es gibt sehr viele Firmen, die schlagartig durch YouTuber und so wirklich zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, da gibt es irgendwie irgendwas mit Bakery, ich weiß nicht. Das ist ein, so eine Firma, das hat auch eine dunkelhäutige, sehr hübsche Dame gemacht. Heißt es nicht The Beauty Bakery oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall, die geht auch total durch die Decke. Morphe zum Beispiel hat auch total den Hype gekriegt dadurch. Und ich wollte euch nur zum Vergleich zeigen. Das ist jetzt die Palette von Laura Lee und die hätte ursprünglich 44 Euro auf Beauty Bay gekostet. Tut ihr aber 9 Euro mehr ausgeben, habt ihr halt mal so eine Palette. Und da muss ich sagen, Leute, dann greift lieber zu dieser Palette, weil ich einfach finde, bei der Laura Lee Palette, da wollte ich erst eine Review zu machen, aber sie erinnert mich so stark an eine Sueva Palette. Also leider Gottes muss ich sagen, mir gefällt das gar nicht so gut, weil für das Geld, ich habe sie jetzt für 21 Euro gekauft, weil ich habe halt bei Beauty Bay so eine Aktion abgecheckt. Ich wollte sie erst gar nicht, aber ich wollte eh eine Palette bestellen. Ich weiß aber da, ah, stimmt, die kam damals mit der Violet Voss Hashtag Palette, die ich übrigens auch wahnsinnig liebe. Das ist diese Palette. Und damals habe ich dann gesagt, okay, wenn ich jetzt die jetzt gerade bestelle, dann checke ich mir gleich die Violet Voss Hashtag Palette ab, weil bei Violet Voss muss man eigentlich keine Angst haben, dass man die nicht mehr kriegt. Und ich finde halt zum Vergleich, würde ich definitiv diese Qualität der Lidschatten definitiv bevorzugen. In den anderen Paletten von Jeffree Star, die blende ich euch hier mal ein. Ich glaube, die eine heißt Androgyny und die andere heißt, habe ich vergessen. Wie heißt die andere? Auf jeden Fall seht ihr sie hier. Sind die Pans sehr viel größer, aber ihr habt nicht so viel Farbauswahl. Und er hat sich diesmal halt entschieden, wegen dem Packaging, dass er praktisch lieber kleinere Lidschatten macht, aber dafür mehr Farbauswahl. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen und wie gesagt, schreibt mir gerne dazu, ob ihr gerne solche krassen Looks auch mal sehen möchtet. Weil für mich, also so blöd es klingt, das sind wirklich Alltagslooks. Also ich laufe wahnsinnig gerne so dort. Es gibt doch eine YouTuberin, die heißt Angelique irgendwas. Das ist auf jeden Fall eine aus Schweden oder Finnland. Die ist richtig süß. Und die zum Beispiel trägt in ihren Videos nur solche Looks. Ich zeige mich auch wahnsinnig oft euch ungeschminkt, weil ich mich ehrlich gesagt für gar nichts zu schade finde, ja. Und ich hoffe, dass diese Videos euch einfach Spaß machen. Ich glaube, gerade habe ich so eine Phase, wo ich euch sehr, sehr viele Videos zeigen werde. Ich habe definitiv noch einige Paletten für euch von BH Cosmetics, die demnächst alle für euch gezeigt werden. Ich glaube, ich zeige euch, also ich weiß, das sind die Glam Reflection, alle vier. Dann die Shanix Eau de Remix Palette, die Take Me Back to Brazil, weil ich die geil finde und ich einfach euch zeigen will, dass es echt gut läuft. Die Karli Bible Deluxe Palette, die Pro Palette und die Zodiac, das sind, glaube ich, fast genau für eine Woche. Da werde ich euch dann re in regelmäßigen Abständen Videos hochladen. Die nächsten Wochen werden ein bisschen crazy, weil ich habe zum Beispiel jetzt diese Woche durch den Kauf und den Reinkommen dieser Palette natürlich ein paar mehr Videos für euch. Aber ich hoffe, da habt ihr wirklich viel Spaß dran und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ihr Süßen. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke anmachen, damit ihr Teil meiner Community werdet. Wir brauchen 1000 Abonnenten dieses Jahr. Können wir bitte 1000 Abonnenten? Ich möchte keine 2, 3, 4, 5 Jahre brauchen, um das zu schaffen, weil ich denke, dass ihr spürt, dass ich immer so excited bin, wenn ich irgendwas kaufe. Ich bin immer so, ehrlich gesagt, also ich bin wirklich schon mit dem Postmann so dick, weil er einfach uns Sachen reinbringt. Ich bin auch zum Beispiel super begeistert von dieser von der Christian Dominique Palette, die ich auch erst neulich gekauft habe. Und die wird auch zum Beispiel so oft benutzt. Also ich möchte euch einfach sehr, sehr gerne. Ach, da ist übrigens eine Review online seit Sonntag, seit paar Tagen. Da guckt auch mal bitte vorbei und lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch ein bisschen die Angst nehmen konnte, diese Palette euch echt mal anzugucken. Sie lohnt sich definitiv. Ich würde sie bei Beauty Bay bestellen. Ich, wie gesagt,
Ich schreibe euch gerne die offizielle Seite rein und da müsst ihr halt dann immer wieder mal drauf gucken, wann die wieder in Restock kommt und so. Das war ähnlich wie bei der Jaclyn Hill Palette. Die habe ich auch dort dann gekauft irgendwann, weil es mir gereicht hat. Weil ich habe, glaube ich, drei Restocks gewartet und ich habe es einfach ewig nicht bekommen. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch einen schönen, schönen Tag bereitet habe mit diesem Zusatzvideo, beziehungsweise mit den paar Zusatzvideos, die kommen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, ihr Hübschen.